Hallo und herzlich willkommen zur nächsten The Forest Folge, zur Nummer 12 wahrscheinlich, wo wir jetzt hier gerade in der ersten Höhle waren oder in der zweiten Höhle. Und wir müssen jetzt mal gucken, ob wir noch mehr Höhlen finden, weil die sind tatsächlich so ein bisschen abgeschnitten. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, ist auf dem Kanal nicht weit entfernt. So, ja, das ist jetzt die Frage, wo gehen wir hin? Wir können erstmal zu unserer Base gehen. Was haben wir denn da links? Das Flugzeugwrack. Scheiße. Wrack ist besetzt. Die laufen hier natürlich Patrouille. Die wissen natürlich, dass hier noch jemand ist. Okay, wir sollten hier weg. Und wir wurden entdeckt. Ach du Scheiße, ey. Segelboot haben wir da. Hinten wieder, der sticht auf jeden Fall raus. Hier waren wir schon in der Höhle hier, ne? So, hier in der Nähe, da hinten ungefähr. Da, es war ja ein Höhleneingang, da waren wir ja schon. Oder ist hier? Hier waren wir noch nicht, ne? Hier ist doch auch einer, oder nicht? Komm. Oder kenne ich den doch? Ich weiß es nicht. Das sind Mutanten. Oh, der jetzt brennt er, oh, oh. Hau ab. Der brennt. Oh Gott, mir läuft gerade so ein eiskalter Schauder über den Rücken. Oh Gott. Nein, scheiße, ich pack hier fest, nein. Komm schon. Ah, jetzt geht's. Jetzt packe ich nicht mehr fest. Ich kann nicht zurücklaufen. Tschüssi. Nein, mach das Licht wieder an. Komm schon. Scheiß Ding. Alter. Nein. Der hat uns mit einem Schlag erledigt. Machen wir nochmal hier wieder. Erstmal Leben füllen hier und essen. Geht irgendwie nicht, ne? Nein, komm! Scheiße! Das war der letzte Molotow.
Ich muss was essen, das Essen. Scheiße. Das kann doch nicht immer an. Eine Axt. Was? Jetzt komm, jetzt hör auf. Alter, das wird nichts. Der macht uns platt. They survived. 3. Alter. So, jetzt backt er hier fest, oder wie? Alter Finne. Liebe Freunde, das war das Let's Play The Forest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit diesem Happy End. Naja, happy ist es nicht. Wir sind gelandet. Wir waren auf dem Flug nach Amerika, sind dann gelandet und... Wir sind tatsächlich gestorben. Auf der Insel, weil wir einfach nicht überleben können. Das wird heutzutage jeden Menschen so gehen. Weil wir einfach so verwöhnt werden von den Gebäuden, was wir bauen hier. Wir sind überhaupt nicht mehr gewohnt, wie in der Steinzeit zu leben. Überhaupt nicht mehr. Deshalb würde man auf so einer Insel versagen. Für mich war das Let's Play sehr lustig, sehr spannend. Wobei ich mich inzwischen immer geärgert habe. Macht aber jetzt nichts. Wir haben den Mutanten gesehen. Und die Ureinwohner, echt, die sind zu OP. Die haben viel zu viel, also die sind viel zu OP, viel zu, also ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. So. Tja. Auf dem Weg nach Amerika und zwischendurch abgestürzt auf einer Insel, auf einer einsamen Insel, wo man nichts hat, wo man versuchen muss zu überleben. Man versucht, Tiere zu töten, sie dann zu braten, zu essen, weil man wirklich keine andere Überlebenschance hat. Das ist schon sehr traurig, aber wahr. Und wenn es mir so gehen würde, wenn ich auf dieser Insel sterben würde, wüsste ich, was ich falsch gemacht habe. Ich hätte so keine Überlebenschance auf so einer Insel mit Ureinwohnern, mit Kannibalen, mit Mutanten. Hätte ich einfach nicht. Es ist fast unmöglich. Wir sind auf dieser heutigen Welt, auf dieser heutigen Zeit, die wir jetzt haben, wo wir als aufgewachsen sind. So leben wir, so wohnen wir, so sind wir. Aber unser Körper, unser Mensch, der Mensch ist nicht mehr gewohnt, in Höhlen, in eiskalten Zeiten zu überleben, in einem Feuer. Nein. Heutzutage geht es nur noch um Chemie, um Arbeit, Geld verdienen und um dann irgendwann einsam zu sterben. Tja Leute, das war die Geschichte The Forest, das Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit 12 Folgen war das nicht viel, aber ich hoffe ausreichend. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Mitlachen, mit Weinen, mit Schneiden, mit Schneiden eigentlich nicht. Mit zuschauen und ich bedanke mich natürlich für eure Kommentare, die ich jetzt erstmal anschauen werde, weil ich habe jetzt die 12 Folgen hintereinander aufgenommen. Alle hintereinander. Und ja. Wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Lurator sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.